Ja, liebe Leute, damit willkommen zurück zu Bioshock 2 Remastered Edition. Wir haben damit aufgehört, dass wir jetzt hier die Pumpenstation aktivieren müssen und dass wir vermutlich gleich rennen müssen. Und ja, mal schauen, was passiert. Pumpensteuerung aktiviert. Los geht's. Und ich mache einen Abflug. Hältst du mich für eine Tyrannin, Delta? Oder auch nicht. Eine Tyrannin, die den Traum eines toten Mannes an sich reißen will? Was? Die Stadt ist nichts. Rapture muss sterben, damit Eleanor sich aus ihren Trümmern erheben kann. Erlaube mir, es dir zu demonstrieren. Was machst du jetzt für ein Blödsinn? Lam überlastet die Pumpen. Gleich stürzt alles ein. Zum Dionysus Park. Beeil dich. Ja, ich probier's ja. Oh Scheiße, der steigt jetzt hier wirklich, oder? Steigst du? Ja. Na toll. Fuck, fuck, fuck. Ciao. Shit. Ich möchte, dass du dir diesen Moment einprägst. Dieser bestialische Marsch durch Geschrei und Finsternis. Das ist unsere Existenz. Du bist einfach eine Massenmörderin. Alter Scheiße. Wo lang? Da lang? Ah, ich hab das schon fast gedacht. Scheiße, wir müssen da oben rauf, oder? Also ich sehe kaum was. Komm, hau ab. Scheiße, scheiße, scheiße. Jetzt noch mehr. Oh fuck. Alter! Hau ab! Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ja, Gott sei Dank. Nein, 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 nein. Warte, wobei, was mache ich mir eigentlich für Stress? Ich meine, wir können ja unter Wasser laufen. Oh Mann. Das ging aber noch schnell hier. Das ist die Welt, die du anstrebst. Du. Oh. Allein. Unter den Toten. Das hast du gemacht. Dafür bin ich nicht verantwortlich. Oh, immerhin gratis Loot. Oh, sieht schon cool aus. Aber schade. Hätte das jetzt nicht gewollt. Was ist das? Was ist das? Der schweigende Gott. Okay. Herr, was verlangst du noch von mir? Dein nichtiger Diener wartet auf ein Wort. Ich habe die Lehren der heiligen Mutter Lamp befolgt, obgleich sie mir den Tag deiner Wiederkunft nicht nennen will. Ich habe gesehen, wie du den falschen Vater Andrew Ryan zerschmettert hast, der uns verführt und einem strahlenden Licht entzogen hat. Aber du wolltest nicht zu mir sprechen, Herr. Ich habe dir diesen großartigen Tempel gebaut und ich habe deine Herde versammelt, doch du bleibst stumm. Willst du nicht meinen armen Bruder mit Blindheit schlagen, damit er endlich deine Herrlichkeit schaut, wie es Paulus widerfuhr auf der Straße nach Damaskus? Ich... Ach man. Na gut, er hat vermutlich deswegen nicht mit dir gesprochen, weil du einfach total wahnsinnig bist, genau wie die Lamp. Der Nussis Park. Der müsste jetzt ziemlich fertig ausschauen, nachdem da die ganze Zeit Wasser drin gewesen ist. Na komm. Sehr gut. Ja, der Dionysus Park gehörte Sophia Lam, Chef. Es war so eine Art privater Zufluchtsort für ihre sozialen Experimente. Eines Nachts wurde er überflutet. Alle Gäste starben. In den Zeitungen stand, es hätte was mit dem Kult zu tun. Komm auf zur Bahnstation. Dort treffen wir uns. Was ist denn da vorher gerade explodiert? Oh no. Geil, haben wir jetzt hier unsichtbare Gegner. Das wird immer besser hier. Neue Festfreude da. Heckpfeil. Nice. Dankeschön.
Ja, ich lieb's jetzt schon. So, sonst hier was? Nö. Immer schön alles so. Und ich eine Kamera. Power Station! Oh, ich will rein. Okay, gratis Zeugs. Erstmal. Oh, das ist wirklich langsamer. Weiß. Okay, ich denke, wir können uns noch ein bisschen was leisten. Ich hätte gern Eve-Spritz-Verbandskasten. Ne, das macht man nicht. Eliten hätte ich gerne mal. Antipersonen, ne. Cool. Einmal Waffe wechseln. Auf Elite. Vergiss es. Du schaust nur überraschend gut aus, für das, was du die ganze Zeit hier im Wasser gewesen bist. Hä? Kommst du jetzt raus und zeigst dich? Was ist denn? Oh! Moin! Okay, kein Gegner für mich. Achtung! Subject Delta hat Dionysus Park trockengelegt und infiltriert. Sein Tod ist unsere Wiedergeburt. Das Leben der Tochter des Volkes liegt in eurer Hand. Kann mal jemand ihr das Mikrofon wegnehmen? Das ist echt furchtbar. Protektion. Tja, ich bin drin. Meine Wenigkeit ist das jüngste Mitglied der Familie Raptures. Ich habe Wales was verzapft, von wegen, dass die Tribune mich daran hindert, dem Volk reinen Weinheit zu schenken. Und ohne ein Wort zu sagen, drückt er mir eine Einladung für diese Künstlerzuflucht hier im Park in die Hand. Lam hat mir die Nummer vom frustrierten Schreiberling abgekauft. Sie unterstützt mich sogar. Ich soll alles aufschreiben, während ich hier bin. Nur, dass meine Story von ihr handeln wird. Und ich glaube, das Ende wird ihr nicht gefallen. Okay. Jetzt wissen wir wenigstens, wie die heißen. Die heißen Houdini-Splicer. Ein Geschenk. Liebes, gelbäugiges Mädchen. Mein Name ist Billy. Und ich habe dich neulich am Karussell gesehen. Ich finde dich sehr hübsch. Dein blaues Kleid gefällt mir. Und auch dein Lied über die Engel. Geil. Meine Mom sagt, dein Dad macht dir Angst. Aber ich finde, er ist stark. Und nett, so wie ein Held aus einem Comic. Ich habe ein Geschenk für dich. Ich habe es im Keller versteckt, damit niemand es findet. Der Geheimcode für die Tür ist 1080. Ich okay, hoffe, sehr gut. Dir. Wenn ich dich das nächste Mal sehe, winke ich, dann weißt du, dass ich es bin. Oh, ist das süß. Nice, das war der richtige Code. Und Lampzeit ist vorbei. Was Geschenk für die... Was ist es denn? Oh, eine Rose. Was bringt mir das? Okay. Also, Upgrades. Was machen wir? Reduktion von MG, Ladestreifen, große Schrotflinte, erhöhte Harpune, Zoom, Harpune, Schaden. Ich weiß nicht. Ich denke mit Harpune Schaden erstmal. Gut. Was haben wir hier? Man sagt mir, dass Lärm auf der Straße gesehen wurde. Ein Exemplar der Alpha-Serie wurde bei dem Zwischenfall getötet. Seine an ihn gebundene Sister wurde gestohlen. Aber der Rat hat keine Zeit für eine Menschenjagd. Atlas füllt die Reihen seiner Marodeure mit jedem weiteren Tag. Egal. Lams Name ist beim Volk bereits verblasst. Sie ist nur mehr ein Gespenst, das vergessen hat zu sterben. Ja, leider nein. Okay. Mein Gott, zieht diese Ladung an. Falsch wäre. Oh, naja. Wenn man auf Schleim und Schleim steht, ist das schlecht.
Okay. Kacke noch mal. Hör zu, Prinzesschen. Wenn du das nächste Mal aus dem Müll frisst, denk an mich. Als Lady muss man Prinzipien haben. Oh, hey. Ah, der schießt so langsam. Aber effektiv. Was haben wir hier? Fallspeer. Und mal schauen, ob ich den noch irgendwie nutzen werde. Okay, da meine Little Return Station. Oh, da ist ja noch einer. Na komm her. Also, komm. Sehr gut. Schwer hätte ich jetzt gerne wieder. Gib, gib, gib. Sehr gut. Hä? Warum? Schrotflinte, okay. Und was zum. Okay. Ah, ich bin viel zu angespannt bei sowas. Lamps Kurzverständnis. Dionysus Park. Ava macht sich immer lustig über mich wegen des Namens. Diese Partys. Sie weiß genau, wie ich zu solchen Attacken auf das Rationale stehe. Zu diesem Zelebrieren des Tierischen im Menschen. Aber das Grundstück des Parks ist ihr Eigentum. Und Ava weiß, dass ich sie niemals, niemals zwingen würde, das zu lassen. Aber ich hätte doch wenigstens erwartet, dass ihre Pseudo-Rituale in Rapture nicht gar so viele Menschen anziehen würden. Ja, manchmal geht sowas noch recht schnell, wenn man überzeugend ist. Oh! Tja, die gute Nachricht ist, ich habe eine neue Bahn für uns gefunden. Aber die Station ist immer noch außer Betrieb. Und wir sind nicht alleine. Ich sehe einen Schatten in der Waschstation. Ich bleibe in Deckung. Sondier du mal die Lage. Ja, genau. Du darfst aber ruhig auch mal mithelfen. Warum habe ich dieses Gefühl, dass da noch irgendwas Abgefucktes gesehen wird? Mein Name ist Stan Poole, Rapture Tribune. Ein gutes Blatt, bevor die Leute aufhörten, es zu lesen und eine andere Verwendung dafür fanden. 5:30, ja, machen wir mal. Was war das? Schnelligkeitsschub bewegt sich jetzt zwar schneller, Bohrerkraft, griffierender Bohrer, scharfe Beobachter, erhöht die Forschungsbohne, möchte schnelle Forschungsfortschritte. Brauchen wir mit der Schnelligkeit. So. Jedenfalls möchte ich euch ein Geschäft vorschlagen. Kommt zum Bahnhof. Ich bin hier in der Wachstation. Es wird bestimmt nichts Gutes werden. Zumindest hat es ja ganz gut Stuff. Ich habe sie gefunden. Ich habe Cindy gefunden bei diesem verrosteten Karussell. Sie stand einfach da, hat es angestarrt und darauf gewartet, dass die Musik anfängt. Aber sie erkennt mich nicht einmal. Was haben die mit ihr gemacht? Hört sie euch an. Keine Augen, keine Nasen, keine Ohren, keine Zähne. Wenn irgendjemand dies hört, ich muss wissen, wie ich sie heilen kann. Ich... Nein, weg da! Sie ist meine Kleine! Wo sind sie? Du magst alle für dich haben! Warum hast du nur unsere Freundschaft weggenommen? Ja. Nun liegt dich einfach da! Ah, shit. Hey, ist es... Moin! So, dann hätten wir das mal hier alles. Alter, noch einer. Ah, na, ist der gleiche. Ist einfach noch nicht tot. Dionysus Park war mein Zuhause, Delta. Ein Experiment in sozialer Einheit, zunichte gemacht durch menschliche Torheit. Mit jedem deiner Schritte entehrst du das Andenken daran. Was für ein Andenken, das ist alles im Arsch. Du warst einfach nur wahnsinnig. Tja, Lem weiß, dass du hier bist, aber ich bin inkognito unterwegs. Die Sache ist die, seit du den Park trockengelegt hast, schnüffeln hier die Little Sisters rum. Auf der Suche nach Adam. Und das kann ich nicht brauchen.
Ja, um das kann ich mich kümmern. Nice. Ne, ich will nichts kaufen. Ich hätte nur gern das hier. Dankeschön. Upgrades. Was als zusätzliches Ziel für eine mögliche Höhe des Zooms, sodass genauer gezielt werden kann. Ne, brauche ich eigentlich nicht. Bohrerschaden, Reduktion MG. Sonst nichts Sinnvolles dabei. Dann machen wir mal den Rückstoß. Oh nein, ich hätte gerne meinen Harpune hier wieder. Und save. Ach, was soll's. Probieren wir es mal. Fuck. Einmal noch. Was ist gemein? Okay, ich lasse es. hacken, bitte, danke. Ich habe nämlich auch keine Lust, dass hier Drogen kommen. Wie soll sie dann nach draußen kommen? Moin. Okay, einmal Elektrobolt und einmal Harpune und sie sind fertig. Nimm das, Vater, und beeil dich. Mutter kann mich nicht hören, aber sie sieht mich direkt an. Und ihr Gesicht. Nice, ein Granatenwerfer. Ich glaube, ich hätte mit den Upgrades noch warten sollen. Splittergranate. Ja, ich bleibe aber erstmal beim Schwerwerfer. Haben wir ja sonst irgendwie Sachen, außer hinten das Genteil? Nö. Oh Gott. Guten Tag. Ich würde gern hacken. Sie sind überall und doch wissen Sie, ich bin ein Herumtreiber. Oh oh. Da ist nichts. Ich wollte gerade aber wir sollten Sicherheit. Ciao. Nice. Munition gespart. Oh, du lebst aber auch nicht mehr lange, hä? Ja. Medipack, bitte. Dankeschön. Oh, da hat's ja noch viel mehr. El Bandito. Delayed. Cancelled. Ja. Auch wieder mal kostenlos Stuff, bitte. Scheiße, ich hab's blau gemisst. Jetzt krieg ich natürlich nichts. Schade. Treibstoff. Wie kann es sein, dass du noch so gut aussiehst, obwohl hier alles unter Wasser gewesen ist? Will ich hier rein? Ja, natürlich nicht. Ach, weil du da drin bist. Okay. Tote erzählen keine Geschichten, hab ich recht? Falsch. Denn wenn Adam im Spiel ist, hat jeder Tote eine Story auf Lager. Und Lam weiß, wie man sie liest. Wenn sie das Zeug in die Finger kriegt, ist es aus mit mir. Ich möchte also, dass du die Story von Dionysus Park für immer beerdigst. Schaff mir die Little Sisters vom Hals, auf deine Art. Wenn du das tust, entriegle ich die Station für dich. Großes Pfadfinder-Ehrenwort. Es klingt schon so, als... Tja, ich würde sagen, er hat was zu verbergen. Aber so macht das Raten keinen Spaß. Er hat sich in der Wachstation eingeschlossen. Wir müssen also mitspielen. Finde diese Sisters. Okay, also große Suchaktion hier. Haben wir hier hinten, hinterm Zug noch irgendwelche Goodies? Na, komm her. Ah, komm jetzt. Okay, ich komme da nicht hin. Du kannst den Aufenthalt von Little Sisters auf der Karte ausfindig machen. Ja, ich suche jetzt erstmal so. Und dann da hinten waren ja noch Türen. Okay, da komme ich nicht durch.
Aber hier die Tür. Ja, wobei, ich hab schon 5. Bringt mir nichts. Das wird bestimmt nicht so einfach werden. Guten Tag. Wie läuft denn das mit der Karte? Mit M. Oh. Okay. Da ist eine Little Sister. Ach so, und das... Ah, verstehe. Okay, hinten ist... Macht es Sinn, dass wir hier zuerst... Wobei, na, es macht jetzt Sinn, dass wir zurückgehen. Wir können auch hier so einfach drüber gehen. Dann gehen wir jetzt hier geradeaus. Da durch. Und dann holen wir uns die Little Sister hier bei diesem Keller-Lagerraum. Das wäre die erste und die zweite. Und da hinten ist die dritte. Okay. Machen wir das mal so. Speer, Film, Schrot. Kugeln. Ja, bis jetzt. Speer. Gibt's ja Leute, die Hallo sagen wollen? Nö. Ah, ich hab schon alles. Ich warte erstmal. Es ist ein bisschen zu ruhig. Boah, der arme Fisch. Okay, mal kurz auf der Karte schauen. Okay, wir sind jetzt hier. Oh, what the fuck? What the fuck? Wow. Alles klar. Dann haben wir noch mehr, aber da gehen wir erstmal nicht hin. Wir holen uns erstmal die Little Sister. Und dann möchte ich eigentlich so schnell wie möglich hier weg. Wer kommt jetzt hier durch? Hallo! Danke fürs Aufmachen. Oh, komm, gib her. Geld, immer gut. Oh, da ist schon der nächste hier unten. Guten Tag! Das ist immer noch zu Hause. Raus! Komm. Hab ich. Komm, Leute, lasst mich doch einfach in Ruhe. Ich will doch nur die Little Sisters töten. Ja, eigentlich nicht, aber es geht dann einfach schneller mit Töten. Mich upgraden und hier wieder weggehen. Dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Ist es jetzt hier? Ja, ist hier. Und ich höre ihn auch schon. Okay, einmal hacken. Alter, das klingt geil. Okay, Munitions... Okay, das ist man... schwer. Nice. Was ist hier? Aktiv gar nichts. Alles klar. Okay, da ist eine. Mach den Riesenaffen ja fertig und schnapp dir die Sister. Also ich lasse den erstmal die anderen fertig machen. Nice. Alter, das zündelt aber. Okay, das ging einfach. Na, komm her. Einmal ausbeuten, bitte. Tut mir leid, ich brauche das und ich will vorankommen. Komische Viecher.
Alles klar. Was haben wir hier noch so alles? Nicht so viel, wir können uns mal kurz umschauen wegen... Vater, dieses Adam, das du gefunden hast, enthält Erinnerungen von all den Toten hier. Normalerweise kann nur eine Little Sister sie sehen, aber ich kann dir zeigen, was Stanley zu verbergen hat. Als Mutter fortgebracht wurde, übertrug man Stanley die Leitung von Dionysus Park. Er hat ihr gesamtes Geld verprasst, schmiss die irrsinnigsten Partys, so als würde er sie mit Gewalt ruinieren wollen. Okay. Alles okay? Immer schön dranbleiben, Bruder. Finde den Rest der Sisters. Aber grundsätzlich gegen Party machen spricht er jetzt noch gar nichts. Außer, dass du halt einfach das Geld veruntreust. Noch kein Tötungsgrund für mich. Scheiße. 50er Kugeln brauche ich nicht. Sardinen, Eve-Spritze, alles nicht. Heckpfeil könnte man mal ein paar kaufen. Also mal nur einer, Mann. Ja, das war's. Gut, Abmarsch. Subject Delta ist nur eine Typenbezeichnung, Amigo. Ich habe mal für einen Artikel lange über dich recherchiert. Sie haben dich Johnny Topside genannt. Du hattest die Stadt im Alleingang gefunden in einer Tauchkugel. Echt ein Jammer, was sie mit dir gemacht haben. Was? Ich bin der Typ aus Teil 1? Die haben mich zum Big Dad. Ich weiß halt echt nicht mehr, was das Ende von Teil 1 gewesen ist. Oh nein. Scheiße. Big Mama ist wieder da. Big Mama. Muss das sein? Dann kaufen wir erstmal Munition. Antipersonen. Splittergranate. Kontaktmine. Heckpfeil. Phosphorschutz. Okay, dann suchen wir. Hör auf. So, komm. Wow, fuck, fuck, fuck. Scheiße! Fuck, 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 fuck. Scheiße! Scheiße! Ich brauche eine Waffe! Fuck! Was zum... Scheiße, 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 komm. Scheiße. Nein! Nein! Ah, no! Na gut, immerhin bin ich jetzt. Habe ich jetzt nach wie vor die Little Sister da gekillt? Ja, sieht so aus. Ah, shit. Shit, shit, shit. Und alles verschossen. Jetzt bin ich wieder hier. Kann ich mir das Zeug jetzt irgendwie wiederholen? Das ist Gott sei Dank weg. Da drin müsste noch eine Leiche sein. Was? Die Big Sister ist tot? Okay, dann sind wir irgendwie zeitgleich gestorben. Geil. Krasse Idee. Cool. Moment, ich muss mal ganz kurz husten. Ah, Entschuldigung, jetzt geht's wieder. Also, andere Little Sister. Gentunik. Es sind ja noch zwei. Also einmal hier wieder drauf, wo wir herkommen sind, und dann darunter. Alles klar.
Aber erstmal Upgrades. Gentunika Scout, Winterblast, Friede Gegner 1, Hypnotisieren 2. Cyclone Drop, na, das sagt mir irgendwie alles nicht zu. Köder, Sicherheitskommando 2. Bots zu rufen? Das klingt spannend. Lass dich nie ohne Verstärkung erwischen. Halt rechts gedrückt, um einen Bot zu rufen, wann immer du willst. Du musst dich gleich Alarm schlagen. Ja, bitte. Steuern Sie das Sicherungssystem. Die Lösung, um jederzeit einen verbündeten Bot zu rufen. Okay. Was haben wir hier? Trinker, Trinkalkohol werden keine Mengen von Ether hergestellt. Erhöht den Schaden, den du Kamerabots und Geschützen hinzufügst, kurzschluss. Nee. Nee, das machen wir auch nicht. Die Hacker-Erfolgszonen werden etwas größer. Headhunter. Sicherheitslücke gewandelt, das Inferno. Cure All. Medistationen füllen auch dein Eve auf. Oh, yes, please. Dann macht man das anstatt der Schnelligkeit. Repariere. Achso, beziehungsweise jetzt machen wir wieder mal so einen Slot. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Komm, Gentunika Slot. Dankeschön. Nein, ich möchte jetzt noch nichts ausrüsten. Einfach so viele Sachen. Eissturm. Wenn du getroffen wirst, stößt ein Eisstoß aus und kannst Gegner einfrieren. Oh ja, das machen wir auch mal. Okay, dann probieren wir das mal. Also ich muss gedrückt halten, ne? Da bist du ja. Was? Nice, das gefällt mir. Kann ich auch zwei rufen? Oh ja, das geht. Also, dann kommst du mit. Wir gehen mal zur zweiten Little Sister. Du täuschst dich in mir, Delta. Ich will keinen Adam für mich haben. Eleanor ist der Traum. Und sie braucht keine Waffen und keine billigen Tricks. Okay, einmal hacken. Wo ist mein kostenloses? Okay, das war's. Jungs, ihr habt es echt nicht drauf mit dem Fliegen. Kommt ihr? Oh, ist da wieder so ein Hypnoteil unterwegs? Moin! Komm, mach sie fertig. Sehr gut. Und ich glaube, wir müssen hier mal ein bisschen was aufheizen. Andererseits, die Little Sister ist da vorne. Was ist hier drin? Da ist gar nichts drin. Wir werden aber trotzdem mal reinschauen, ob wir nicht vielleicht eine Upgrade-Station da drin haben. Okay, abfackeln. Einmal. Winterblast, Sicherheitskommando, Hypnotisieren, Elektrobolt. Dich, glaube ich, habe ich noch nicht. Sehr gut. Also. Oh, frostig. Oh, scheiße, das sind Kameras. Und das nicht zu wenig. What the fuck? Okay, der gehört schon mal uns. Oh, scheiße. Das wird jetzt sehr interessant. Wie hacken? Die Kamera gehört uns. Wollen wir mal gerade die andere Kamera hier noch holen. Oh, scheiße, 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 scheiße. Hackpfeil. Nice. Okay. Schau nochmal zu mir und dann wieder rüber. Vielen Dank. Oh.
Arschgesicht. Ich hoffe, das lohnt sich. Dich. Oh, scheiße, ich habe kein Auto. Ja gut, Auto-Hackfeil habe ich. Sehr gut. Was haben wir jetzt hier? So viele Kameras. Ich brauche noch mal Abfackeln. Ich würde das gerne mal anhören hier. So, ein neues Gesicht. Ich habe ein verdammtes neues Gesicht. Oh. Wer hätte das gedacht? Rapture. Okay, das sieht jetzt irgendwie geil aus. Ich muss meine Atlas-Stimme weiterentwickeln. Ich schätze, der Akzent liefert mir einen Vorwand, mich mit einer Pulle in einem Zimmer einzusperren und die Kohle zu zählen. Jetzt ist der Krieg richtig am Toben. Und ich habe eine höllische Überraschung für Andrew Ryan. Hat lange gedauert. Aber ich schätze, der verlorene Sohn bucht jetzt gerade seinen Flug. Okay, C Maschinen. Was ist das? Gehackte Geschütze und Bots können dem beste Freund sein. Mit der C-Maschine-Tool, die kommt von Ryan Industar, dauert diese Freundschaft jetzt noch länger. Oh ja, das mache ich. Eve Schoner, Short Alarms. Ja, machen wir das. Ach, mal wieder ein Safe. Fuck. Komm, diesmal will ich das aber hinkriegen. Das muss ein besonderer sein. Mann! Das gibt's doch nicht. Komm, ich muss das hinkriegen. Nice, endlich. Auto-Eckpfeil, Mini-Geschütz, Kontaktmine. Geil. Wo ich das meiste schon voll habe. Na toll. Was ist, wenn ich sag, bei dir abfackeln? Lebst du dann? Okay. Alter, wie hast du es so weit nach hinten geschafft? Okay, mein lieber Junge. Wo sind die anderen? Entschuldigung. Nee, kommt doch mal her. Oh, fuck. Ach, Bots. Komm. Oh, war das wieder so? Okay, ich brauche bitte einmal die Heilung. Und ich habe mich noch gar nicht gehackt. Was jetzt im Nachhinein ein bisschen doof war. Okay, die auch noch. Also, schwere Niete. Haben wir noch 9 Fallniete. Ich glaube, wir machen jetzt mal ein bisschen mit Fallnieten. Versuchen dann entsprechend da reinzulocken. Aber wir sind schon wieder bei 40 Minuten. Ich würde sagen, wir tun jetzt mal hier speichern. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Episode. Also, bis dann. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Tschüss.